Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern war die Pressekonferenz von Take-Two und jetzt fragt ihr euch, A6 hat Take-Two was in Bezug auf GTA 6 gesagt? Und ich sage zu euch, ja Leute, Take-Two hat sich zu GTA 6 geäußert, aber nicht in Bezug auf den Release, sondern was in der Vergangenheit passiert ist in Bezug auf diesen großen GTA 6 League. Und natürlich haben sie auch was für die Zukunft gesagt und wir haben gute Zahlen, Leute. Gute Zahlen in Bezug auf uns und nicht auf Take-Two oder Rockstar Games. Aber was alles ist, schauen wir uns gemeinsam jetzt gleich an. Und wenn du keine weiteren GTA 6 News mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Und gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Das muss ich auch nicht immer erwähnen, Leute. Ey, Jungs, ich will doch bis zum Ende des Jahres die 7000 Abonnenten knacken. Das sind nur noch, ja, was sind das? Ungefähr noch 400... 390 Abonnenten oder so, ja. Das können wir auch schaffen, Leute, wenn ihr alle Gas gebt, oder? Also, kommt, Leute, lasst uns die 7000 knacken, wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Aber, ja, ob ihr es schafft, ist eine andere Frage, ja. Und natürlich auf Instagram folgen Mr6-YT für YouTube. Also, Leute, wir starten mal sofort mit den Aussagen von Take-Two, die sie gestern gemacht haben. Take-Two hat uns Informationen gegeben, dass Red Dead Redemption 2 über 46 Millionen Mal verkauft worden ist. Juckt uns das? Nein, tut es nicht. Warum nicht? Weil wir GTA 6 wollen. Ist es cool für Red Dead? Natürlich ist es cool für Red Dead. Wenn sich das so gut verkauft, wird auch Red Dead 3 kommen. Und das wünschen wir uns doch trotzdem alle neben GTA 6. Zudem sagt Shaw Selling, dass Red Dead Redemption 2 im zweiten Quartal mehr aktive Spieler hatte als die davor. Was ich irgendwie krass finde, weil Rockstar Games bringt eigentlich kaum Content für RDR 2. Wieso spielen das mehr aktive Spieler als davor? Da ist doch nichts mehr, was ihr spielen könnt, Leute. Würde mich mal interessieren, warum spielt ihr eigentlich noch RDR 2 online? Also ihr seid noch komischer als wir GTA 6 Fans, ja. Zudem sagt Strauss Selling, dass Rockstar Games weitere große Updates in Zukunft für GTA Online bringen wird. Es wurde auch kein Wort für Red Dead Online verloren. Natürlich wird Rockstar Games weitere größere Updates bringen, laut Strauss Selling. Diese Sachen so, ja, größere Updates, major, wichtige Updates und so, da, achtet gar nicht drauf, Leute. Das machen sie extra, natürlich, weil das ist eine Konferenz, wo sie die Investoren halt zufriedenstellen wollen. Natürlich wollen sie, dass die Investoren natürlich noch mehr Geld investieren in Take-Two und da müssen sie so reden. Auch für Strauss Selling war das Sommer-Update ein großes Update, ein wichtiges Update, aber im Endeffekt wissen wir alle, was für ein Content wir bekommen haben, einfach nichts im Sommer-Update. Also war schlecht, der Content, den wir bekommen haben. Deswegen acht gar nicht drauf. Natürlich spielt Rockstar Games weiter Updates für GTA Online. Aber ob die so groß sein werden oder ob sie gut oder schlecht sein werden, hat nichts damit zu tun. Also kommt jetzt nicht an und sagt, ey Leute, guck mal, die wollen weiter GTA Online Updates bringen, da kommt kein GTA 6. Leute, nein, hat nichts damit zu tun, Mann. Jetzt wird's interessant, denn Strauss Selling geht in Bezug auf GTA 6 ein und äußert sich in Bezug darauf, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir wissen ja alle, was passiert ist. Und Take-Two sagt zum ersten Mal was Offizielles darüber. Rockstar Games hat schon getan. Und Take-Two sagt Folgendes. Strauss Selling sagt, es sei schrecklich unglücklich. Aber er betont, dass keine Entwicklungsmaterialien kompromittiert worden sind. Das heißt, die Entwicklung von GTA 6 geht ganz normal weiter. Und da ist nichts passiert. Natürlich wurden jetzt Sachen geleakt, ganz klar. Aber Take-Two bzw. Rockstar Games hat keinen Schaden davon getragen und da wurde nichts geklaut oder sonst irgendwas, das irgendwie irgendwas die Beeinflussung von GTA 6 bedeuten könnte. Der Trailer, die Entwicklung, die Mitarbeiter, alles geht weiter voran wie geplant und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass der Hacker nichts Großes reißen konnte, außer natürlich uns die Informationen preisgegeben hat, aber sonst hat er keinen größeren Schaden angerichtet in Bezug auf den Quellcode oder sonst irgendwas und das sind erstmals offizielle Informationen, die wir auch von Take-Two bekommen haben, dass da wirklich nichts passiert ist. Aber wir haben auch gute Nachrichten für uns GTA 6 Fans, denn die Zahlen von GTA Online gehen runter. Denn Take-Two hat gesagt, dass GTA 5 über 170 Millionen Mal verkauft worden ist und beim letzten Quartalsbericht waren es an die 170 Millionen. Also geht man davon aus, dass ungefähr 1 Million verkaufte Einheiten stattgefunden haben in Bezug auf GTA 5 und das ist weniger als davor. Also verzeichnet Rockstar Games bzw. Take-Two eine Minderung der Verkaufszahlen und dadurch halt eine Minderung der Umsatzzahlen. Und das ist natürlich gut, wenn der Hype in Bezug auf GTA Online und GTA 5 und was weiß ich, was wir sie nennen wollen, nachlässt. Denn dadurch geht Take-Two und Rockstar Games in Zugzwang und sie müssen irgendwas Neues raushauen. Und was auch ganz wichtig ist, Leute, nach der Pressekonferenz von gestern sind die
Zahlen die Aktien von Take-Two runtergegangen. Das heißt, die Investoren waren nicht glücklich darüber, dass wieder nichts in Bezug auf GTA 6 gezeigt worden ist, dass die Updates so, weil jetzt einfach alles langweilig klingt, ja, auch GTA Online wieder nur, die ganze Zeit über GTA Online, RDR 2 Online, die Zahlen sind nicht so berauschend, also haben die Leute nicht mehr in Take-Two investiert und haben sogar vielleicht ihre Aktien verkauft. Dadurch sind die Zahlen auch von Take-Two runtergegangen nach diesem Investor-Call. Und natürlich sollte eigentlich ein Gegenteil passieren, die Zahlen sollten eigentlich hochgehen. Dadurch hält man ja diese Investor-Calls und ja, sieht nicht gut aus für die, aber die werden immer noch genug Geld machen und ich bin gespannt. Also, wann GTA 6 angekündigt wird, wann der Trailer kommt, wissen wir leider noch nicht, aber sobald irgendwelche Weise kommen sollten, werden wir auf jeden Fall darüber reden. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gönnt ihr das, dass die ganzen GTA 6 Aufnahmen geleakt worden ist, oder sagt ihr so, nee, ich find's schade, hätte nicht passieren dürfen, beziehungsweise was sagt ihr zu dem Umsatzrückgang von Take-Two und Rockstar Games? Eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen, tschüss!